Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf der Regierung des Saarlandes zur Zustimmung zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland, Medienstaatsvertrag, wurde vom Plenum in seiner 39. Sitzung am 24. Juni 2020 in erster Lesung angenommen und zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien überwiesen. Ziel des Gesetzes ist in erster Linie die Zustimmung des Landtages zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland herbeizuführen. Durch Artikel 1 und 2 des Staatsvertrages wird der bisherige Rundfunkstaatsvertrag durch einen Medienstaatsvertrag ersetzt. Damit reagiert der deutsche Mediengesetzgeber auf einige grundlegende Veränderungen innerhalb der Medienlandschaft und entwickelt den Pluralismus erhaltenen und vielfaltsfördernden Rechtsrahmen der bisherigen überwiegend rundfunkrechtsstaatlichen Staatsverträge fort. Artikel 3 des Staatsvertrages enthält notwendige Anpassungen des Jugendmedienschutzstaatsvertrages und dient zugleich der Umsetzung europäischen Rechts. Die in den Artikeln 4 bis 8 vorgenommenen Änderungen betreffen lediglich notwendig gewordene redaktionelle Änderungen. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien hat sich mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung in mehreren Sitzungen auseinandergesetzt und am 7. September 2020 eine öffentliche Anhörung durchgeführt, an der sich 8 Organisationen mit unterschiedlichen Bezügen zur Thematik in schriftlicher oder mündlicher Form beteiligt haben. Mitgewirkt haben unter anderem der Saarländische Rundfunk, die Landesmedienanstalt Saarland, der Deutsche Digitalverband Bitkom und die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich. Mehrheitlich wurde der Medienstaatsvertrag als Schritt in die richtige Richtung gesehen und die Zustimmung zum Staatsvertrag empfohlen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien empfiehlt dem Plenum einstimmig bei Enthaltung der Oppositionsfraktionen Die Linke und der AfD die Annahme des Ihnen als Drucksache 16/1346 vorliegenden Gesetzentwurfs in zweiter und letzter Lesung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.